Dankeschön. Servus. Hi. Hallo. Servus. Hallo. Ja, man hat euch ja eigentlich nie die Beatles des Ostens genannt. Ihr wart ja die Stones des Ostens, ne? Ja, eigentlich die Stones, ja. Eigentlich die Stones. Woher kommt es? Wart ihr die Wilderin von allen? Ja, ich denke schon. Und vor allen Dingen haben wir zusammengehalten auch, ja. Ach so. Und existieren schon seit 30 Jahren. Wie war es denn eigentlich so auf dem Weg jetzt hierher? Ich meine, ihr habt, glaube ich, vor kurzem die 3000. Show gehabt, ne? Ja, wir waren am 19. Juni zum 3000. Konzert in der Berliner Waldbühne. Vor 22.000 Leuten haben wir da gespielt und das war ein ganz tolles Ding. Ja. Also nun, auf jeden Fall haben wir euch als Komplizen gewonnen für einen wunderbaren Gag. Maschine, der fehlt uns ja jetzt noch in dieser Riege. Kommt der öfter mal zu spät oder war das... Nö, eigentlich nicht. Nicht. Nee, aber nee. Ihr habt ihm erzählt, was habt ihr ihm erzählt? Also wir waren zur Talkshow, die fing um 19 Uhr und er war dann kam eine halbe Stunde später und hat sich sehr gewundert und dann sind so eigenartige Dinge passiert. Da sind allerdings einige Dinge passiert. Und wie Maschine darauf reagiert hat, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Hier wird die Maschine also gleich einlaufen. Eine riesengroße Ehre und eine wahre Freude, dass die Pudis bei mir sind. Ich habe erfahren, Peter, dass du ja nicht nur einfach Peter Meier heißt, sondern man nennt dich auch Peter Eingehängt Meier. Und während drinnen bereits die Meier-Frage diskutiert wird, läuft draußen die Maschine ein und merkt gleich, die kenne ich doch. Wahrscheinlich den Laden sprengen. Derjenige, der richtig Bescheid weiß, meldet sich dann mit. Oder so. Und die Kollegen wissen es. Wer sind sie? Ich bin Maschine. Sie sind Maschine. Aber da sind doch alle da. Ich meine, sonst hätten wir ja nicht angefangen, wenn einer gefällt. Ich meine, sonst hätten wir nicht angefangen, wir müssen ja anfangen. Warten Sie mal, ich höre gerade, ich soll mit Ihnen in die Regie kommen. Machen Sie das Handy aus, bitte. Ja. Maschine rollt also in den Regieraum. Hallo, guten Tag, schön. Tut mir leid, aber ich bin um 8 hier bestellt gewesen. Und er erfährt, dass er eigentlich zu spät ist. Guck mal, wir laufen schon seit 7 Uhr. Warum bist du denn eigentlich zu spät gekommen? Warum halb 8 bestellt? Halb 8, ja. Und dann ist er normalerweise, ist er noch Zeit. Wir haben gesagt, ich dachte, es ist eine Aufzeichnung. Quatsch, Aufzeichnung. Wir senden seit 19 Uhr live und du kommst zu spät. Macht aber nichts. Was nun? Soll ich jetzt trainieren heute? Von wegen reingehen. Siehst du doch, da sitzt da schon jemand. Der sieht aus wie du, das ist ein Beleuchter. Den habe ich da reingesetzt für dich, an deine Stelle. Hast du was dagegen? Das ist ja ungewohnt, das ist schon ein bisschen komisch. Der soll jetzt mich spielen. Ich meine, wo habt ihr denn so schnell hergekriegt überhaupt? Da habe ich doch schon gesagt, das ist ein Beleuchter. Der sieht doch aus wie du. Wir haben ihm zur Sicherheit, haben wir ihm so einen Ohrstecker gegeben. Und als wäre irgendwie jetzt eine Frage gestellt zu ihm. Kannst du hier einfach raufsprechen oder ich drücke dann hier rauf, dann kannst du ihm eventuell eine Antwort durchgeben. Du bist also so eine Art Souffleur. Bist du das hin? Nee. Und 30 Jahre Pudis, Jubiläum steht vor der Türe. Und wo habt ihr euch gegründet? Maschine. So. Das ist doch Wahnsinn. Wo wir uns gegründet haben? Ja, wo? Der erste Konzern war in Freiberg. Irgendwo im Freiberg. Was ist nochmal Freiberg? In Freiberg. 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 Ja, Freiberg. Freiberg, ja. Ja, aber dann Kopf. Ja, in Sachsen. Also, ich merke es wirklich, wie du mein Publikum begeisterst. Die gehen, also weil du so spritzig bist, auch nie die Ideen aus. Und wo kommen diese Inspirationen? Klimperst du einfach auf der Gitarre rum oder gehst ins Studio? Ja, klar, wenn man so auf der Gitarre improvisiert und ja, dann ist unter Umständen eine Melodie bei. Na also, Maschine läuft sich langsam warm. Nur das Double bleibt eiskalt. Ja, hau mal ein bisschen auf den Putz, Alter. Los, hau mal ein bisschen auf den Putz, Alter. Und jetzt läuft die Maschine allerdings langsam heiß. Das müssen die Leute merken. Kann doch nicht so ein Hirn in der Hinsicht. Das ist ja alte Pinocchio. Ach, der Mut hin, ich bin mal geil. Maschine, die Jungs wollen dir jetzt im Grunde genommen wollen nicht auf den Putz hauen. Hier ist aber jemand, der unbedingt was los ist. Vielleicht hat Maschine ja Lust zum Singen. Also ich finde, wenn die ganzen Pudis schon mal hier sind, könnten Sie ja mal ein bisschen a cappella hier was vortragen? Wie wär's mit all wie ein Baum? Und so ist jetzt hinter uns an zu singen. Kann ja nicht wahr sein. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Weiter singen, also das hat hier noch nicht gereicht. Ne? Die reiten ihn jetzt rein. Sag's ja, das ist ja schon ganz offensichtlich, hat er schon mal geritten hier. Die Zöderstuhl? Wie ein Baum möchte ich werden. Ich werde genau wie der Dichter es beschreibt.
alt wie ein Baum. Mit einer Krone, die weit. Guck mal, ihr merkt aber auch nichts mehr, wa? Hier. Ja. Wisst ihr was? Ich guck einfach mal, was mit Maschine los ist. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind in wenigen Minuten wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Bringst du ihn rein? Das ist selbst für eine gut geölte Maschine zu viel. Nix wie raus und Dampf ablassen. Aber da gerät er voll in die Maschinerie. Herr Birr, Sie sind vorzeitig aus der Sendung von Vera rausgegangen. Gibt es dafür einen Grund? Nee, ich bin irgendwie scheinbar zu spät gekommen. Ja. Die Gerüchte wurden natürlich hier hinter der Bühne laut, dass es ja, eine Art Trennung gäbe von den Puddys, dass es Twist gibt, dass sie deswegen zu spät gekommen sind. Was? Das ist Wahnsinn. Was, Peter? Fritz Ehinger? Den wollte ich schon immer mal kennenlernen. Herzlich willkommen. Wissen Sie, ich habe mich schon immer... Ich habe mich schon... Ich hab da schon drin gelassen, das ist ja eine Silvestersendung oder was? Das kann ja nicht ernst sein. Heute haben wir ihm die richtige Uhrzeit gesagt und natürlich ist er auch heute pünktlich. Hier ist Maschine! Hallo, hallo. Grüß dich, bitteschön. Hm. Ah, so, also das war eine Nummer. Also, war lustig. Ja, war lustig. Ne? Ja. Aber damals war es nicht ganz lustig für dich, weil du hast ja gedacht, irgendwie sind die alle übergeschnappt wahrscheinlich. Was ging dir denn durch den Kopf da? Na, ich habe erst gedacht, Mensch, machen die Kollegen vielleicht mit dir jetzt einen Gag? Und dann dachte ich, aber na gut, Fernsehen kann ja da nicht mit einsteigen. Also so weit sind sie auch noch nicht gewesen. Dann habe ich gedacht, vielleicht eine Silvestersendung oder so. Aber eigentlich wusste ich auch überhaupt nicht mehr so richtig, was nun ist. Ich dachte, okay, wir müssen das Ding jetzt durchziehen und mal sehen, was passiert. Ich habe gemerkt, man sieht es ja zumindest anders, als der angefangen hat zu singen, unser Double. Das war ja einer von uns. Ja. Dass es dir dann doch in der Magengrube lag, das Ganze. Ja, so ein bisschen schon, ja. Ihr seid 30 Jahre zusammen. Habt ihr oft mal so untereinander Gags gemacht? Habt ihr euch gegenseitig mal ein bisschen so hochgenommen? Ja, ja, Maschine schon. Muss ich dazu sagen. Maschine ist eine unheimlich faule Sau und der auch. Aber für einen Gag schieben die Lastwagen durch die Gegend oder machen sonst irgendwas. Ja, also, wir waren mal Pilze sammeln gewesen, ja. Hier, drei Kollegen und Peter und ich, wir haben gewartet. Und wir sind damals mit so einem alten Bus gefahren und dann haben wir den Bus kilometerweit weggeschoben, damit die Kollegen den suchen. Und die Kollegen haben uns aber heimlich beobachtet. Ja, und damit war der Gag verlaut gewesen. Also da ist schon einiges vorgefallen und da gab es schon Grund, auch mal ein bisschen zurückzuzahlen offenbar. Sondern wenn man so viel zusammen ist, wenn man so oft zusammen ist, bei euch hat man das Gefühl, ihr seid noch eine richtig eingeschworene Truppe. Aber wenn man so oft zusammen ist, gibt es da nicht Reibereien und Reibungsflächen? Also gibt es, wie in der Ehe, gibt es da auch Reibereien und ist so, dass wir am Wochenende meistens unterwegs sind. Also wir machen im Jahr so zwischen 80 und 100 Konzerte. Mhm. Und wir vermeiden das eigentlich, dass wir uns in der Woche sehen. Das heißt also Montag, Dienstag, Mittwoch bis Donnerstag hat jeder seine Ruhe und am Wochenende sind wir nach wie vor zusammen. Dann haben wir uns, dann ist es so bei uns, dass also jeder mit einem eigenen Auto fährt, damit nicht noch ein Generve im Bus gibt, wie das viele Bands machen. Mhm. Das hört sich an dem. Es gibt ja neue Platten auch von euch, das sollte man hier nicht verschweigen, glaube ich, oder? Wollen wir das verschweigen? Nein. Nee, auf jeden Fall. Also nee, morgen kommt unsere neue Single auf den Markt, die heißt Hip Hip Hurra. Und am 9. November wird es ein neues Album geben. Aha. Und natürlich auch die Puddys auf Tour nach wie vor. Auf jeden Fall, ja. Also wir sind also bis Ende des Jahres voll auf Tour und das wird auch die nächsten Jahre noch so weitergehen. Also ich sehe keine Gedanken an Vorruhestand, Rente. Ihr seid fit. Wie haltet ihr euch denn fit? Ich meine, das ist ja höchst anstrengend. Kein Sport treiben. Kein Sport treiben? Kein Sport treiben. Wie ist es mit Alkohol? Auch weniger, ne? Man muss ab und zu mal probieren, aber man muss zusehen, dass man auch einen Geschmackssinn hat. Ja, genau. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich habe noch etwas für euch, eine schöne Überraschung, vor allem für dich, Maschine. Wir haben für unsere Ehrengalerie die Karin gebeten, ein schönes Bild zu rahmen. Da ist er etwas erleichtert, glaube ich. Ne? Dürfen wir das aufhängen? Ja. Dann tun wir das. Karin, du weißt wohin. Jawohl. Es gibt einen Ehrenplatz natürlich. Ich bedanke mich bei den Puddys und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg und euer Applaus. Applaus